Einer der großen Obstgärten in Westdeutschland ist das Neuwieder Becken. Es ist besonders bekannt für seinen Kirschanbau. Neben Gewinnung und Aufbereitung von Bims und Ton war Obst schon seit dem 19. Jahrhundert eines der wesentlichen wirtschaftlichen Standbeine. Exemplarisch verfolgen wir den Anbau von Kirschen, Äpfeln und Holunder in Mülheim-Kärlich und Kettich, die beide zur Verbandsgemeinde Weißenturm gehören. Also der Obstanbau hat nach wie vor eine hohe Bedeutung hier in der Verbandsgemeinde Weißenturm, weil er zum einen ein bedeutender Wirtschaftsfaktor ist und zum anderen natürlich auch ein kultureller Faktor. 2007 waren es 365 Hektar, auf denen dann Obstanbau eben betrieben wird. Und Sie sehen, wenn Sie hier in die Verbandsgemeinde Weißenturm kommen, insbesondere im Bereich Mülheim-Kärlich, Kettich, aber auch Kaltenengers, sehen Sie die toll blühenden Obstbäume im Frühjahr. Ein herrliches Bild. Und daran können Sie schon ermessen, welche Bedeutung dieser Obstanbau hat. Er ist nach wie vor ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Thomas Kräuter ist der Chef des Obsthofes Spurzimkräuter in Mülheim. Der Familienbetrieb baut hauptsächlich Kirschen, Äpfel und Zwetschgen an. Ende April kontrolliert Thomas Kräuter die Kirschblüten auf Frostschäden und Schädlingsbefall. Fast alles dreht sich bei ihm um Kirschen. Und deshalb ist auch klar, welches sein Lieblingsobst ist. Also ich esse am liebsten Süßkirschen. Das ist einfach, weil das frisch ist und direkt vom Baum, ist schon das beste Obst für mich. Diese Plantage wurde 2004 angelegt. Die Tragezeit beträgt heute je nach Sorte rund 18 bis 20 Jahre. Weil es halt eben eine etwas modernere, jüngere Anlage ist, haben wir von einem frühen Sortiment bis zum späten Sortiment alles drin an Sorten. Wir fangen hier mit den frühen Sorten an, Belize. Dann wechseln wir weiter zu Samba, Georgia, Gigant. Dann haben wir hier oben Cordia, Skina, Regina und Kaiser Franz sind drin und Silvia. Wir haben den Frost versucht, hier insofern in den Griff zu kriegen, weil es hier auch auf der einen Seite ein schön warmes Plätzchen ist, aber auch frostempfindlich ist. Hier sind wir im Hang drin. Der Frost, kann man sich vorstellen, ist wie Wasser, der fließt immer bergab. Und deswegen stehen hier oben im Hang ein bisschen die Sorten, die frostempfindlicheren Sorten. Und je tiefer wir kommen, deswegen haben wir unten dann dementsprechend die Sorten, die etwas mehr Frost vertragen. In der Nähe von Wolken liegt eine der Apfelplantagen von Spurzimkräuter. Obstbau ist ein Fulltime-Job. Das ganze Jahr über müssen die Anlagen betreut werden. Zahlreiche Pflegemaßnahmen sind notwendig, um die Bäume gesund und den Ertrag hochhalten zu können. Dazu gehören unter anderem Spritzen, Mulchen und wie hier im März der Grünschnitt der Elsterbäume. Durchgeführt von Ehefrau und Schwiegervater. Man schneidet auch viel im Winter schon, aber bei uns in der Region wird das meiste eigentlich im Frühjahr geschnitten, weil man dann am wenigsten mit Holzkrankheiten zu tun hat. Hier in der Plantage stehen etwa 7.500 Äpfelbäume und man kriegt mit zwei Mann, wenn es gut funktioniert, am Tag 400 Bäume geschnitten, 500, je nachdem wie stark der Schnitt sein muss. Lange Zeit lieferten die Bauern des Neuwieder Beckens hauptsächlich an den Koblenzer Großmarkt. Dies änderte sich 1982 mit dem Anschluss an den Zentralmarkt Rheinland in Roosdorf bei Bonn. Die Vorgeschichte erläutert einer der Protagonisten dieses Wechsels. Früher hatte hier in Mülheim-Kärlich praktisch jeder Obst. Die meisten stammten aus der Landwirtschaft. Durch die Realteilung und viele Kinder wurde immer wieder aufgeteilt. Und dann hatte jeder eine Grundstück, hat sich selbst Kartoffeln, hat noch Schwein fett gemacht, also für später für den Winter. Und hat dann Obst, da konnten sie noch was Obst verkaufen, gab dann Geld in der Haushaltskasse. Wenn gutes Obst war, waren die Geschäfte, Chefsleute waren immer froh, da haben sie gutes Jahr, da war Geld im Dorf.
Zuerst war die Kirsche, gab es immer hier, Süßkirsche und Äpfel, nicht? Aber die Hochstampfäpfel, war ja alles genau wie dort, die Bäume, alles hochstämmig wie es früher. Ne? Und da kam vor dem Krieg, haben sie mit Schattenmehl angefangen, 2-3 Landwirte. Und nach dem Krieg, in den Anfangs 50 Jahren, wurde das immer breiter. Und das waren ja die Früchte, wie es schnell zu ernten, leichte Pflege und gute Preise damals. Und wie auch in ganz Deutschland, überall kam die Konkurrenz. Ja, und dann wurde der Kirschen- und Zwetschgenanbau etwas vernachlässigt. Aber später hat man einen gesehen, dass es so nicht weiterging, ging wieder mehr auf Süßkirsche, Zwetsche. Und wir mehr nach Hohesdorf uns angeschlossen haben, die Erzeuger. Danach kam auch der Apfelanbau, Plantageobst, sehr stark hier wurde angebaut. Ne? Inzwischen hatten sich dauerhaft massive Probleme ergeben. Es gab kaum leere Kisten für das Obst. Auch waren die Koblenzer Erzeugerpreise zu niedrig. Die Konsequenz? Die Obstbauern vollzogen den regionalen Wechsel von Koblenz nach Rosdorf. Und die Rebellion kam ja 20. Juli, mittags gar nicht auf den Markt, Flugstopp. Und da ging natürlich Diskussionen los. Und da habe ich zu Hause mit meiner Frau und der Tochter, das war die Urzelle von der Rebellion, da hat meine Tochter gesagt, müssen wir was nehmen. Und wir haben für uns um 8 Uhr abends hatten wir Termin in Rosdorf mit dem Vorstandsvorsitzenden, Marktleiter. Und bis 10 Uhr hatten wir alles unter Dach und Fach. Aber entscheidend war nicht der Preis, zum größten Teil Leergut. Nicht? Also war ja Schlägereien, alles gab es im Leergut. Das könnte ich nicht vorstellen, was da los war. Und am anderen Morgen haben schon direkt 2 Lastzüge mit ein paar tausend Kisten. Und da kam einer von den Geschäftsführern und da haben wir unsere Nummer, Anliefernummer mit dem Konto und alles bekommen. Und dann hat der Fischer, der hat einen schweren Dreiachse-Lastzug damals gehabt, der hat uns da den Lohn, haben wir mit dem Vertrag, hat das alles rund im Mann, ca. 10.000 Cent Schadmel in dem Jahr nach Rosa bzw. Meckenheim transportiert. Mitte der 1970er Jahre erweiterten die Obstbauern ihre Palette. Der Holunder hielt Einzug. Zunächst nur zögerlich, dann immer intensiver. Heute werden auf rund 100 Hektar biologischer Holunder angebaut. Man verwendet ihn hauptsächlich für Saft und Marmelade, zu medizinischen Zwecken und schließlich als Färbemittel für Gummibärchen. Hauptsächlich verantwortlich für die Einführung des Holunderanbaus war Wilfried Rünz aus Kettich. Weil ich 76 dabei war, meinen Betrieb auf biologisch umzustellen. Kirschen. Ich hatte ja nur Süßkirschen, Sauerkirschen. Aber ich hatte 4 Sorten Sauerkirschen. Ich hatte die früher Ludwigs, ich hatte Heimanns Rubin, hatte Morellefeuer, sodass die Erntezeit schon nicht schlecht war. Es gab ja 76 nicht viele Erntehelfer, man hat Schulkinder gehabt und sowas. Ne? Und deshalb habe ich mich umgesehen, ich wollte auch Äpfel machen, aber das war mir dann nicht gut genug. So kam ich zum Holunder. Holunder ist überraschenderweise ein Steinobst, da er einen kleinen, herzförmigen Stein hat. Rund 3 Monate nach der Blüte können die prallen Dolden geerntet werden. Da konnte ich 77 bei der Baumschule Grinschke, das ist ganz unten an der jugoslawischen Grenze, Steins, noch weit unterhalb Graz, da konnte ich dann 120 Bäume bekommen. Da habe ich dann 77 geholt und habe sie dann gepflanzt in Kettich, wo die Grillhütte ist. Und dann habe ich da 77 haben die schon getragen, 78, dann habe ich dann 79 im Frühjahr 700 bestellt beim Grinschke. Die muss man ja vorbestellen. Die haben ja nicht so auf Lager liegen wie in einem Katalog. Und dann habe ich 700 bestellt und die habe ich dann angepflanzt. Da sind noch rote drin, sehen Sie? Dunkelrot und hellrot. Und da sind doch schon einige dabei, wie hier die zum Beispiel. Die fängt schon an, dürr zu werden und von der Sonne, weil sie überreif ist. Da kommt die Sonne dran, da fängt das Wasser, der Saft an zu kochen. Und das ist nicht gut. Heute, wo wir die Beeren entrappen, macht das nichts mehr aus. Die roten fliegen einfach raus, die bleiben am Stängel hängen und fliegen raus. Früher haben wir die Beeren hier so geschnitten. Die wurden geholt, zack, hier rein. Und dann muss er hier einholen, die kann er besser sehen. Und dann immer so schneiden, dass noch ein Teil von den Beeren normal da dran bleiben. Die wurden ja nur so gepresst, wie sie jetzt hier sind. Die wurden ja nicht entrappt. Und das muss der Stiel ziemlich weit weg, weil in dem Stiel ist die Gerbsäure. Und die macht den Saft bitter. Ich meine jetzt den zweiten Durchgang, da bleiben immer noch mal hängen.
Nur ist dann nachher, wenn man sie bezahlen muss, dann können die Leute nicht mehr verdienen. Aber dann wird da so ein Schnitt gemacht. Ihr habt am Anfang ja mächtig verdient. Ja. Wir haben gestern geerntet, was hat er gesagt, 440 Kasten. Gestern Morgen und gestern Nachmittag auch noch mal. Und jeder Kasten hat 12,5 Kilo. Das war ja auch früher der Spruch, an jedem Bauernhof stand ja ein Holunderstrauch. Und wenn es am Holunder vorbeigeht, sollst du den Hut ziehen. Und der Holunder ist ja der Sitz der Frau Holle. Und wenn man früher einen Holunderstrauch abgemacht hat, dann gab es Unheil. Man hat also, das war meistens so ein Holzschuppen, wo ein Holz gelegen hat, die Schanze, da stand immer ein Holunderstrauch dabei. Da konnte die Asche hingeschüttet vom Pferd, vom Ofen und so. Wenn man jetzt aber an diesen Schuppen einen Viehstall bauen wollte, dann musste der Holunderstrauch weg. Da musst du zuerst einen anderen Holunderstrauch, einen anderen Schuppen wieder gebaut werden und da der Holunderstrauch hin. Und dann konnte man den abmachen. Wer das nicht gemacht hat, dann hat man gesagt, der hat Unheil. Der hat auch Unheil. Und die ersten zwei, drei Kälber in diesem Stall sind gestorben. Dann hat man dann dem Holunder zugeschrieben. Durch die Holunderplantagen führt, wie durch viele andere Obstanlagen auch, ein Wanderweg, den die Verbandsgemeinde 2010 eingerichtet hat. Was die Wanderwege angeht, haben wir einen Premium-Wanderweg angelegt, also einen zertifizierten Wanderweg, der das deutsche Wandersiegel erhält. Und dieser Premium-Weg ist der sogenannte Streuobstwiesenweg. Dieser Streuobstwiesenweg ist etwa 9 Kilometer lang. Es ist ein Rundweg, der führt eben durch die Plantagen, so wie ich es mal nennen, Kirschplantagen, Apfelplantagen, Zwetschgenplantagen. Zum einen haben sie einen herrlichen Blick von verschiedenen Stellen dieses Weges ins Neuwieder Becken. Am Wegesrand finden sie weitere Attraktionen, beispielsweise ein sogenanntes Insektenhotel oder ein Duftdidaktikum oder ein Holzbestimmungsartmodell, wo sie verschiedene Hölzer bestimmen können. Des Weiteren sind Bänke aufgestellt und liegen, wo sie sich ausruhen dürfen. Also es ist ein hochinteressanter Weg, den man nur allen empfehlen kann. Ein wichtiges Informationsforum für die ortsansässigen Landwirte ist der Obstbauring Koblenz. Im Februar 1964 in der Landwirtschaftsschule Koblenz-Mettenich fand ein Obstbau-Lehrgang statt unter Führung von Adolf Weber. Und daraus ist der Obstring ja schon mit 17 Mitgliedern. Die Satzung alles besagt beim Obstring, Hebung der Qualität. Das hängt an mit Unterlage, mit Sorten, mit Schnitt, mit Pflanzenschutz, mit Sortierung. Und dann hat er jedes Jahr der Obstring Vorführung mit Maschine, mit Pflückgeräte, mit Pflanzenschutzmitteln. Dann darf ich euch alle hier recht herzlich begrüßen zu unserem letzten diesjährigen IP-Rundgang. Begrüßen möchte ich natürlich auch die Herren vom DLR, Herrn Weber und Herrn Hellmann. Herr Hellmann, Pflanzenschutzberater, jedem bekannt. Herr Weber, der Anbauberater für unsere Region. Wenn man das sich anschaut, was da dran hängt, dann ist das also einfach viel zu viel. Selbst wenn da noch die Hälfte runterfällt, ist noch zu viel dran. Und wir haben das selber ja letztes Jahr erlebt, was passiert, wenn da so viel dran bleibt. Die sind ja dermaßen klein, dass man sie kaum verkaufen kann. Wir waren gerade bei den Pflaumen. Ich habe gerade die Runde gedreht mit einem Kollegen zusammen. Die ersten Pflaumenwickler, die sind jetzt dabei, dass die in den Fallen auftauchen. Das sind die typischen Symptome von der Pflaumensägewespe. Das ist also auch im Volksmund die Obstmade der Pflaume genannt. Das ist also die eine Möglichkeit. Die anderen Pflückeimer, die sind schon größer. Hier, da ist also schon mehr Gewicht nachher drin, aber auch die sind relativ handlich noch. Und wir haben hier in einem solchen Pflückeimer einfach einen Schaumstoff reingelegt. Auch wenn da unten der Schaumstoff drin ist, man kann so gut pflücken, wie man will. Jedem geht man eine Faule mit und das hat den Nachteil an diesen Dingen. Du hast nachher hier die Wand versaut,
Und das heißt, wo da die Brot drauf ist, sind die ganze Kirsche sind nachher aus wie blind. Das hatten wir hier bei denen, wo wir ausprobiert haben, wie die Frau Wicke bei uns war, das hatten wir nicht festgestellt, weil die Bissen gerippt sind. Da passiert das also nicht so schlimm. Das ist eigentlich in unseren Augen das Neueste oder das Modernste, was im Leiternbau so auf dem Markt ist. Hänge die Kette aus. Werf den Ring drüber. Und ich habe hier eine spielfreie Verbindung und fast eine doppelt so lange Leiter. Mitte Juni. Die Kirschernte ist in vollem Gange. 70% der Ernte gehen als Tafelobst an den Zentralmarkt in Roosdorf. Der Rest über den Direktverkaufabhof an die Endkunden. Gepflückt wird heute Picaro, eine frühe Sorte mit besonderen Merkmalen. Ist eine Sorte, die ja ist eine Frühsorte. Ist eine dunkle Sorte, also ist sehr dunkel in der Farbe, dunkelrot. Vom Geschmack nicht ganz so süß, aber ist schon eine Sorte, die schon langsam ein bisschen fester wird. Die ersten Sorten sind meistens weiche Sorten und die Picaro ist die Sorte davon, die schon etwas schalenfester ist. Bei der Süßkirschenernte ist es halt eben so, weil kein Industrieobst ist, sondern Tafelobst. Hier wird von Hand geerntet. Maschinell ginge das nicht, das gäbe dann Druckstellen. Und auf der einen Seite die Pflücker tun schon am Baum sehen, dass sie die reifsten Früchte rauskriegen. Aber die werden hier auf dem Sortiertisch nochmal durchgeguckt, ob keine dabei sind, die zu hell sind, wo Stiele abgegangen sind, wo Druckstellen dran sind, die aufgeplatzt sind. Also die Schadstellen haben, werden hier dann nochmal aussortiert. Die Pflückleistung eines Erntehelfers liegt bei 10 bis 15 Kilogramm pro Stunde, abhängig von Sorte und Behang. Beachten muss man einmal die Farbe, der Reifegrad. Das heißt, für einen Zentralmarkt, wo sie letztendlich hingehen, dürfen sie nicht zu reif sein, aber doch so reif, dass sie einen wirklich knackigen Geschmack haben. Wir sagen immer nachher in der Kiste, muss das optische Bild muss stimmen. Das heißt also, dürfen nicht ganz hell und ganz dunkle drin sein, sondern in einer Farblage. Und da am besten für die Sorten typische Farbe in der Kiste zu sehen sein. Das Sommerfest des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau in Koblenz. Dieser 1948 gegründete Verband ist die berufsständische Vertretung für alle land- und forstwirtschaftlichen Unternehmen und Weinbaubetriebe. Verbandspräsident ist Leo Blum. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch ich darf Sie recht herzlich hier in Koblenz zu unserem vierten Bauernmarkt begrüßen und willkommen heißen. Ein solches Sommerfest bietet gute Gelegenheit für einen ausführlichen Gedankenaustausch. Wir beliefern noch, also der größte Teil geht auf den Großmarkt, das wäre nicht alles so zu vermarkten. Ich sag mal, die bestellen und müssen wieder zurücknehmen? Nein. Wir sagen praktisch einen Tag vorher an, wie viel wir am nächsten Tag abliefern, damit die zum Teil vorverkaufen können. Bei Süßkirschen ist das all kein Thema, da sind eher zu wenig da als zu viel. Das ist das Problem nicht. Problematisch wird das nachher bei Äpfel bzw. bei der Zwetschgen. Da müssen wir zwei Tage vorher Bescheid sagen, wie viel wir abliefern wollen. Einen Tag vorher kriegen wir dann erklärt, in welche Verpackung. Dann machen wir Kilo Schale, 2 Kilo Körbe oder 10 Kilo Gebinde. Und dann müssen wir dementsprechend abliefern, dann können wir auch nicht mehr abliefern. Dann müssen wir das so machen, wie dann gesagt. Und zurückkriegen, wenn wir zurückkommen, das reklamiert wird. Die Sauerkirschen kriegen die noch über den Großmarkt vermarktet, was Industrieware ist. Aber das ist genau das Thema, was wir eben schon haben. Da wird einfach gesagt, so ein 720 Liter Glas darf nur 79 Cent kosten. Davon will all die Lidl wollen so viel verdienen. Das Glas kostet das Geld. Der Lieferant will noch was haben. So, dann heißt das näher zum Schluss, Bauer, für dich bleiben noch 40 Cent übrig. Und sie müssen etwa haben, für die Sauerkirschen zu produzieren, mit allem drum und dran, müssen wir so um die 55 Cent haben, um kostendeckend zu arbeiten. Zurück nach Mülheim. Kirschen haben für das Städtchen nicht nur einen wirtschaftlichen, sondern ebenso einen regionalen ideellen Wert. Thomas Kräuter ist mit von der Partie. Seine Frau geht im Festzug mit.
Ein alter Brauch, der auch in Mülheim gepflegt wird. Der Kirmesbaum als das weithin sichtbare Zeichen der Kirmes. Eine schweißtreibende Arbeit, die die Freiwillige Feuerwehr gerne auf sich nimmt. Ich darf Sie auch alle recht herzlich begrüßen hier auf dem Kirmesplatz in Mülheim. Das Wetter ist mal wieder hervorragend. Hier läuft. Besonders wichtig, zwei Symbole für die Bedeutung der süßen Früchte im Brauchleben des Städtchens. Einmal die riesige Doppelkirsche am Kirmesbaum und natürlich die Anwesenheit der Kirschblütenkönigin Linda die Erste. Von Kindheit an ist sie mit Kirschen vertraut. Mit Kirschen groß geworden, von klein an mit dem Feld Kirschen gepflückt, Kirschen sortiert, Kirschen gegessen. Der Baum steht, das Wetter ist super. Ich denke, das wird ein super Wochenende. September. Die Apfelernte ist in vollem Gange. Heute pflücken die Erntehelfer Elster, zurzeit eine der beliebtesten Sorten. Auch hier ist reine Handarbeit angesagt, denn Druckstellen sollen vermieden werden. Der Familienbetrieb Spurzimkräuter liegt mitten in Mülheim. Angeschlossen ist ein kleiner, gut sortierter Hofladen, der rege frequentiert wird. Generell hat die Privatvermarktung in den letzten 25 Jahren an Bedeutung gewonnen. Wie schon bei der Kirschernte prüft und sortiert Thomas Kräuter sorgfältig die Früchte, die im Hofladen verkauft werden sollen. Viermal 2,5 Kilo Elster. Der ist aber noch ein bisschen säuerlich. Der ist relativ frisch gepflückt und wenn er Ihnen zu sauer ist, sollten Sie ein bisschen liegen lassen. Der baut ein bisschen die Säure ab. So, das wäre der zweite Beutel. Das wären viermal Äpfel, dann wären jetzt 4,80 Euro. Dankeschön. Ich hab zu danke. Ich wünsche Ihnen auch noch einen schönen Tag. Ne? Danke auch so. Danke. Tschüss. Der Obstbau im Neuwiederbecken ist eine traditionsreiche Agrarkultur, die sich technischen Neuerungen und veränderten Kundenwünschen angepasst hat. Darüber hinaus ein wichtiges wirtschaftliches Standbein für eine Region, deren Obstbauern breit vernetzt sind. Und selbst in den gelebten Bräuchen spielt der tägliche Broterwerb eine starke Rolle.